herzlich willkommen zum H&R Track Day am Bilsterberg im Namen der Familien Heine und Rennen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind am Bilsterberg. Ihr erinnert euch an meinen legendären Track Day letztes Jahr. Dieses Jahr hat sich H&R überlegt, vielen Dank an der Stelle schon mal, wir machen den Track Day. Ich bin eingeladen, ich durfte wieder einige von meinen Jungs einladen. Wir sind fast 100 Fahrzeuge. Wir haben 10 Wildcards verteilt, das heißt auch ein paar Gäste von euch können dabei sein. Was soll ich sagen, genießt dieses Video. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was der Inhalt sein wird. Aber die Jungs machen das schon. Das wird geil, los geht's. Ja, hallo Philipp. Also, wir bloggen einfach mal auf spontan. Hi. Wir machen jetzt diese Busfahrt. Wir machen das jetzt hier. Das ist jetzt unser Kanal. Wir übernehmen den Kanal. Ja, wie ist so das erste Mal mit Bilsterberg gefahren? Noch nicht gefahren, Junge. Wir fahren gleich. Grobe 1, das heißt die Schnelleren, kriegen jetzt eine kleine Einführungsrunde. Salem fährt mit dem Caddy vorweg. Wir mit unserem Kamera T5-Bus hier. Wahnsinn, was der schon alles mitgemacht hat. Fährt nebenher, um euch ein paar geile Rolling Shots zu besorgen. Ich selber fahre erstmal noch gar nicht, das kommt erst später. Frisch vom Brötchen holen, oder? Ja, sind noch warm. Und du hast dich schon mal in eine Sauna gesetzt, oder? Ja, ist gar nicht warm eigentlich. Super, ist toll. Wo ist der Limit? Erstmal einen schönen Espresso, oder? Einen kleinen Cappuccino, nur zur Abkühlung. Zurück vom Bilsterberg, immer chaotisch, gerade so die ersten Runden, deswegen versuchen wir die Leute schon so ein bisschen runterzuholen, weil es sind halt alles keine Profi-Rennfahrer, aber das, was ihr jetzt gerade seht, ist unser Racecar-Spezial, das heißt, wir fahren tatsächlich mal nur Rennautos. Ich habe selber noch gar nicht gesehen, was alles so fährt. Man ist immer im Dauerstress, aber das gucken wir uns jetzt mal an. We'll be right back.
Flasche. Sehr geil. Ja. Deiner Rennfahrerkarriere steht also nichts mehr im Weg. Okay, wir werden erstmal Arbeit fahren hier, ne? Ja, aufregend hier. Also ganz wildes Event. Ja, Rennauto. Ich will jetzt nicht zu viel von dem Abarth verraten. Wir haben uns so viel vorgenommen für den Tag, gar nichts mal wieder geschafft, weil für mich und Selim und mich, steht bei sowas einfach im Vordergrund, dass ihr Spaß habt, dass die Zuschauer Spaß haben, dass die ganzen Teilnehmer Spaß haben und dann als Veranstalter oder Mitveranstalter kommt man da einfach zu nichts. Jetzt können wir noch einmal auf die Strecke und ein paar Fotos machen. So viel schon mal vorab. Das Ding fährt übelst krass. Also nicht ein bisschen krass, sondern krass, 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 krass. Also ist schon der Wahnsinn. Also kann ich wirklich nur sagen, ist wirklich der Wahnsinn. Fakt ist, Auto hat gehalten, Leistung ist da. Wir können auf der Geraden tatsächlich, GT3 ist es nicht, aber ich sag mal so Xpo und normale 9 und 1 und so, da fahren wir ohne Probleme leistungsmäßig mit. Das war Ziel. Das war geil. Aber ich wende es noch nicht vorbei. Noch eine kleine Aftershow-Party und so. Erstmal machen wir jetzt Bilder. Ich freue mich, dass der Obi hier fährt. Ich bin einfach nur überglücklich, ultra happy. Danke für alles. Mein Name ist Uti Tran, ich bin vom Hauptberuf Stand-Up-Comedian. Heute geht ein Traum in Erfüllung, meine Damen und Herren. Ich war noch nie auf einer Rennstrecke, wollte seit klein immer mal hier wirklich mit dem Auto selber mal knallen. Und heute so weit. Das ist wieder crazy, ne? Der Tag ist geflogen. Ist aber jedes Mal so, ne? Es geht los, ist vorbei. Ja, vor allem wochenlang vorher, wirklich. Das Ort geglüht, am Tag dreimal den Akku aufgeladen. Da kam der Tag und es war einfach 18 Uhr. Zack, vorbei, ne? Aber ich muss noch mal sagen, Chapeau, Respekt, was ihr alles aufgebaut habt, aufgezogen habt hier. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Banner hier gesehen. So an allen Ecken ist wirklich, war schon eine geile Nummer. Danke auch für eure Hilfe. Hat wieder ultra Spaß gemacht. Man sieht auch immer in den Grinsen der Teilnehmer, dass die halt einfach, vor allem für die ist halt, die kommen halt einfach her und haben einfach einen geilen Tag. Das ist halt eigentlich, ja. So muss es sein. Ne? Ja, die bekommen ja überhaupt nichts von der Organisation oder von dem Ganzen drumherum mit, sondern genießen einfach genau das, was wir ermöglichen. Ich fand's ultra geil, ich bin ultra happy. Ich werde mit dem Grinsen auf jeden Fall ins Bett gehen. Ich auch. Du auch glücklich? Ich bin sehr glücklich. Wir werden halt heute noch abbauen, wird halt noch ein langer Abend, aber ich bin echt mega glücklich. Vielen Dank an die Firma H&R für dieses geile Event. Vielen Dank an dich, Selim, mal wieder. Umsetzung danke. Mal wieder 1+. Aber auch an der Stelle wirklich danke an euch für deine Unterstützung. Nein, doch. Einfach dieses Backup, wenn ich Fragen habe, ey, wie soll man da und so. Da warst du schon wirklich eine Riesenhilfe. Ich bin auf jeden Fall stolz, diese kleine Plüschkugel heiler gelassen zu haben. Das Ding übrigens hört sich an, wenn du hier angeschossen kommst. Da denkst du, da komm 800 PS. Ja, vor allen Dingen, ich bin schon auf zwei Rädern, ne? Total. Das Ding sieht aber auch einfach brutal aus. Dazu später mehr. Jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.